Hallo Leute und willkommen zurück zu Thomas. Ja, ich habe mir, ich zeige es euch hier schnell. Sakura geholt. Nein, ich will nicht tauschen. Egal. Ich habe mir Sakura geholt. Und die sitzt jetzt hier im Kampf gegen Suoko, das ich auch fangen will. Egal, wir holen uns einfach mal Suoko hier. Ich will nämlich dieses Suoko haben. Für mein Team. Warum machst du dauernd dieses verdammte Verteidigung erhöhen? Das kann nerven. Ich könnte dieses Suoko mit einem Schlag natürlich töten. Den Marissa habe ich ein bisschen trainiert, ja? Auch gleich. Und deshalb ist sie schon auf Level 8. Ich werde auch alle auf Level 10 bringen. Denn ich werde auch den, nachdem wir Suoko gefangen haben, kurz den Part unterbrechen. Und dann geht's weiter, wenn alle auf Level 10 sind. Bisschen trainieren, damit wir hier nicht zu schwach sind. Und Suoko kann anscheinend nur diese eine Attacke. Dann doch, sie kam Blubber! Ja, super groß im Wasser. Wassertoho. Ein Frosch. Das Froschmädchen. Ich mag Suoko. Und hier, Great Orb. Also Superball. Ja, man kann in Vertania City Superbälle kaufen. Warum bleibst du nicht drinnen? Probieren wir es nochmal. Mit einem Toho ab. Los, Toho ab. Warum bleibst du nicht drin? Ich will dich für mein Team. Los, noch ein Toho ab. Toho ab, flieg. 2, 3. Yes. Suoko wurde gefangen! Gacha! Sehr schön! Suoko Starter wurde in die Eiernot eingetragen. Eine Berggottheit in Form eines Frosches mit der Fähigkeit Erde zu erschaffen. Nein, kein Nickname. Denn wir haben ja schon Toho, es sind ja schon Tohos. Und wie gesagt, wir sehen uns wieder. Ich zeige nur schnell noch. Marisol Level 8 und die hier haben wir schon gesehen. Sie hat Donnerschock gelernt, auf Level 7. Gut, wir sehen uns dann, wenn alle auf Level 10 sind. Also, bis gleich. So, Leute, und wieder zurück. Und zwar, zeige ich euch gleich, was es alles Neues gibt. Okay, wir haben hier Suoko auch auf Level 10. Hat gelernt hier Matsport. Dann haben wir hier Marissa. Marissa hat Raub gelernt. Was will uns das über ihre Personalität anzeigen? Aus einem auf Level 7 hat Sakura Knife Throw, die Stahlattacke gelernt. Und ich habe mir auch Sanae gefangen, die zwar nicht ins Team kommt, aber ich denke, fürs Erste wird hier mal für ein paar Sachen eventuell gut sein. Und außerdem, da Marissa die Fähigkeit Mitnahme hat, woher habe ich den Bärenbeutel? Egal, habe ich einiges an Bären schon. Die verschiedene Statusveränderungen halt. Und auch das hier. Marissa hat ein AP Plus mitgehabt. Und jetzt gehen wir dorthin, wo ich mein, wo ich Sanae gefangen habe und meine Pokémon trainiert habe. Nach da. Lang. Und ich werde an, bin ich in erster Stelle, ja. Ich denke, ich werde Marissa mal schnell nur kurz an die erste Stelle gehen. Denn da oben wartet, wie wir alle wahrscheinlich wissen, unsere Rivale. Nagi. Hey Tomoya. Ich
Trainiere meine Toho, was mit dir? Du auch? Großartig, wir müssen stark werden. Wir brauchen auch, wir müssen die 8 Arena-Ritter schlagen, um zur Top 4 zu gelangen. Also, lass es auslegen, okay? Gut, und Rivale Nagi möchte kämpfen. Rivale Nagi setzt Eier ein. Ja, er hat Eier. Und ich benutze gleich mal Marissa. Los, Marissa, Donnerschock. Ja, Marissa ist eine Magierin, also kann sie Donner zaubern. Ein kritischer Treffer, sehr schön, und es ist sehr effektiv. Da das Eier da den Geist aufgibt. Als nächstes benutzt er Sakuya. Ich mag die Rivalmusik. Und was wäre dafür cooler als selbst unsere eigene Sakuya, um zu schauen, welche Stärke ist. Das sind jetzt auf einen höheren Level. Benutze Messerwurf. Das ist sehr effektiv. Aber er benutzt Messerwurf auch. Sonnenhundling! Meine Strategie abgucken! Nagi, Nagi, Nagi! Das hätte ich nicht von dir erwartet. Naja, ist immerhin die logischste Sache, die man tun kann. Aber normal benutzt die Gegner so. Okay, noch eine würde nicht überleben. Deshalb greife ich zum Beutel, wo unsere drei Potions auf uns warten. Und noch ein Messerwurf. Ja, das ist sehr effektiv, weiß ich. Und ich benutze auch ein Messerwurf. Meine Sakura ist schneller. Deshalb benutze ich jetzt nochmal einen Messerwurf und das sollte es beenden. Sehr schön, meine Sakura hat gewonnen. Sakura hat 153 XP und erreicht dadurch das Level 11. Und hat den Doppelkick gelernt. Warum hat er den nicht eingesetzt? Das frage ich mich. Ja, Nagi. Denn Kampf ist ja auch sehr effektiv auf Eis, meines Wissens. Ich hatte die Toho Liga, hat 4 Führer. Die Elite 4, wie sie im Englischen heißen. Top 4 bei uns. Es sind sehr starke Trainer, stärker als die Arena-Leiter. Ich muss gehen, Tomoya. Bis dann. Ja, ciao, Nagi. Wir sehen uns. Mal schauen, was wir noch so. Okay, wir haben jetzt. Mal schauen, ob Marissa wieder was aufgegabelt hat. Ja, natürlich. Was haben wir diesmal? TM10. Mal schauen, was wir da haben. Supercore gebe ich jetzt nach vorne. Was ist denn die schöne TM10? TMK ist, was wir auch noch nicht bekommen haben und jetzt auf einmal haben. Bright Study. Ein Angriff, der nach der Typ und der Intensität von vom Benutzer abhängt. Interessant. Interessant. Und jetzt sind wieder meine Tarnierse und wir gehen jetzt erstmal ins Iron Center, so wie es da heißt. Da steht zwar PC, aber please cure me, Iron Center. Also bitte heile mich im Iron Center. Sehr schön. Willkommen im Iron Center. Möchtest du, dass ich deine Toho perfekt heile? Ja, ich nehme deine Toho für einen Moment in meinen Obhut. Danke fürs Warten. Ich habe deine Toho vollständig regeneriert. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wir werden uns definitiv wiedersehen. Schon allein wegen diesem mysteriösen Gebäude da oben. Ihr seht die Arena, aber da kommen wir ja, wie wir alle wissen, noch nicht rein. Was hast du zu sagen? Ich gehe in Mamoru City shoppen. Ich muss den im. Ja, sie muss durch den Matania-Wald gehen. Nanu hatte ich meine Kaffee gehabt, also muss ich weitermachen. Hm? Was ist das für eine rote Box, die du hast? Ah, du arbeitest also am Alianot. Dann lass mich dir einen Rat geben. Wenn immer du einen Toho im Ayana, wenn immer du einen Toho fängst, wird er automatisch im Ayanot eingetragen.
Du weißt nicht, wie man Tore fängt? Doch, ich habe schon ein paar gefangen. Ich schätze, ich sollte es dir besser dann zeigen. So ein Trottel, ich habe schon ein paar gefangen. Ah, oh, Mann, der Typ nervt. Aber Giano haben will. Zwar nicht das Team, aber... Giano! Giano ist einfach süß, das... Aber ein richtiger... Ja, wir kennen Giano. Giano's Perfect Matkas. Die Antwort ist 9. Nur merken, Leute, die Antwort ist immer 9. Warum? Giano sagt so. Weil Giano es so sagt. Deswegen ist die Antwort 9. Wenn Giano sagt, dann ist es so. Also, sag mir... Ja, das war sehr lehrreich. Alto, bitte. Das war extrem lehrreich. Egal, ich gehe weiter. Aber zuerst schauen wir nochmal hier nochmal an. Mal schauen, was hier steht. Toho-Gym. Steht kein Name vom Arena-Hatter. Also gehen wir einfach weiter. Auf die Route 2. Unsere zweite Route. Ja, hier gehe ich mal gezielt dran vorbei. Nee, wir gehen schon ins Gras hier. Schauen wir mal, was greift uns hier an. Auf der Route 2. Lala. Mistia. Los Subaco. Blabla. Den Blubber! Und das war sein kritischer Treffer. Wie Zeit haben wir noch für das Part noch genug? Supercoil 28 XP. So. Dann schauen wir mal kurz, was im Ironhot nach. Die folgst du schon wieder an P, an B. Wir schauen nach, wo uns Giano angreift. Wo greift uns eigentlich Iron? Aha, lieber Nagi! Warst du schon auf dem Weg zum Mondberg und bist nochmal zurückgekommen? Weil Aya greift erst da oben an! Ja, ja. Unser Nagi, immer viel unterwegs für Pokémon. Ach ja, und die Pokémon, die mich angegriffen haben, möchte ich zeigen. Ja, Mediziner! Chen! Momichi! Mystia! Alice! Das sind die, die mich beim Training angegriffen haben und anscheinend, obwohl wir Giano so gesehen haben beim alten Mann, ist Giano anscheinend nicht hier im Deck verzeichnet. Ich weiß nicht, war das damals mit dem Horndio auch so? Ich glaube, der hat damals ein Horndio gefangen. Aber egal, gehen wir weiter. Ich will jetzt wissen, wo Giano. Und wir sind im Artania-Wald. Und hier ist, glaube ich, ein Item versteckt. War das hier? Oder war das hier? Ja, hier war's. Ein Gegengift. Und schauen wir mal, ob Marissa schon wieder was für uns hat. Nichts. Nichts, nichts. Dann gehen wir hier lang. Denn dort finden wir ein Item, das ich haben will. Darum liegt es. Aber unterwegs kommt noch. Was zur Hölle? Warum greift mich hier Marissa an? Matsport. Los, Matsport. Sehr schön, es ist sehr effektiv. Und die Genauigkeit sind. Und nochmal, Matsport. War das nicht eigentlich eine andere Attacke? Matsport? Ja, Marissa wurde also besiegt. Hier im Wald greift uns also das Starter-Pokémon Marissa an. Ob uns auch Saku irgendwo angreift? Das überprüfen wir gleich mal im Ironhot. Ich schaue mir das hier nochmal an mit Marissa. Eine auszubildende Hexe, die immer voll Energie ist und es liebt Pilze zusammen. Ja, wirklich. Ja, greift uns Marissa an. Und wie schaut's mit Sakura aus? Oh, Sakura greift uns auch mal an. Wir sehen, aber nicht so früh wie
dann wird uns bestimmt Raimu auch irgendwann unter dem über dem Weg laufen. Und wer ist das? Da ist. Keine Ahnung, was es ist, aber die machen wir noch fett. Los, blubber. Ich kenne weder das Toho, noch kenne ich den Typ im Toho-Mon. Mal schauen, vielleicht muss ich sogar wechseln. Los, Matzborn. Nö, nicht wirklich hilfreich. Was könnte Star ist wohl sein? Es könnte ein Wasser-Pokémon sein. Ein Pflanzen-Pokémon. Ich benutze einfach Marissa. Weil sie auf einen höheren Level ist. Die machen wir schnell noch fertig. Und dann verabschiede ich mich auch schon. Nach diesem Kampf wieder. Gut. Ja gut, war mit einem ereignisreicher Part mit noch einem Kampf, vor dem ich jetzt aber flüchten werde. Ja, es war wieder ein sehr ereignisreicher Part. Wir haben unseren Rivalen Nagi diesmal gehörig eins in die Fresse gegeben, wenn ich das so sagen darf. Und wir haben, ja, sonst habe ich nur trainiert offscreen, aber das war's schon. Ja, also, bis ins nächste Mal, wenn wir den Vertania-Wald durchforsten. Bis dann, Leute. Ciao.